die schöne Brille habe ich ja auch noch auf, gell, die wunderschöne, hübsche. Ja, also was wollte ich denn? Eigentlich wollte ich erzählen von dem Film, gell? Ja. Ja, da ist jetzt die Kamera, guck, da steht sie und ist an. Kamera. Ja, du möchtest, du liebst die Kamera, ne? Kamera. Kamera, ja, er sagt sogar Kamera. Kamera. Ja, was wollte ich denn erzählen? Was ganz. Ne, von dem Film, genau, von dem Film. Aber jetzt bin ich gerade so abgelenkt. Über den Film sprechen, bei dem wir mitgemacht haben. Zwei Filme. Wir haben bei zwei Filmen mitgemacht. Ja, doch, ich erzähle das jetzt einfach mal. Ich erzähle das mal. Ich nehme meinen Kaffee und mein Wasser und dann erzähle ich das. Ich erzähle es einfach. Mach ich einfach. So, ihr Lieben, also. Das war so. Die Lisa war schwanger. In 2009 war das. War sie schwanger. So. Dann hatten wir auch damals schon nicht viel Geld, ne? Und auch gar keine Babysachen mehr, weil die habe ich ja natürlich alle weggegeben. Der Fonsi war so, der war 7, glaube ich. Ja. Naja, nee. Quatsch. Ey. Ja doch, der war 7 und dann 8. Ja, genau, doch. Doch, doch, war der. Okay, und ich hatte keine Babysachen mehr. Und dann wussten wir ja, man kann ja zu den katholischen Frauen gehen. Ne? Kennt ihr das auch? Also ich habe das immer gehört, wenn man schwanger ist und man braucht irgendwie Sachen, kann man zu den katholischen Frauen. Also ich damals habe das jetzt... Nee, ich habe das nicht gemacht. Ich habe das nicht gebraucht. Vielleicht bei mir? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee, aber ja, weil das war halt echt, wir waren finanziell so... am unteren Limit, ne? Hatten auch, ja, nee, das ist alles egal. Stopp, halt, stopp, okay. Auf jeden Fall sind wir zu den katholischen Frauen gegangen. Worum ging's denn da? Ja, ich glaube darum, dass man Babybett, wer braucht denn Babybett? Ja, dass man Babybett bekommt oder, also das weiß ich noch, das weiß ich wirklich noch, dass das etwas war, wo ich drüber nachgedacht habe, ein Babybett. Robert, muss ich jetzt hier gar nicht so scheinheilig rausschleichen, ne? Ich sehe das, auch wenn ich hier abgelenkt bin, ne, Herr Schlau. Ja, so. Wir sind dahin, genau, und dann hat diese Frau, ich erinnere mich noch, wir saßen in dem Büro, ich weiß aber gar nicht mehr, worum es ging und was da erzählt wurde und so, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, man hat die gesagt, so, ich kenne eine Regisseurin, die war auch, die war irgendwie im Studium, ist sie schwanger geworden und das hat sich alles so ganz spannend angehört. Also ich habe gedacht, das ist eine richtig spannende Person, so habe ich wirklich gedacht, ne, diese Regisseurin. Und ja, hat sich spannend angehört, wie die das so vorgetragen hat, ne. Und außerdem fand ich auch, ich bin ja eh ein selbstdarstellerischer Mensch, das wisst ihr ja alle, also könnt ihr euch denken, ne. Also ich bin halt, gell? Und ich habe gedacht, eine Doku, wie geil. Früher habe ich auch noch wirklich gedacht, dass Dokus auch Dokus sind. Das habe ich erst durch diese Doku gelernt, dass Dokus überhaupt nicht Dokus sind, gell? Aber ich habe halt noch gedacht. Ich habe gedacht, ich gucke immer gerne hier Menschenhaut nach, finde ich total geil. Oder 360 Grad. Wow, sowas gucke ich total gerne, finde ich spannend. Okay. Also, wieder voll rausgebracht. Wo war ich? Ja, Doku. Ich dachte, geil, Doku. Dann war das auch noch so, da ich schon damals, in 2009, war schon auch geplant, dass wir Deutschland verlassen. Und ich habe so gedacht, ich fand mein Haus geil. Ich fand das echt toll. Das war auch wirklich, das war auch geil. Also das war so jedes Zimmer, das waren 7, 8, 9 Zimmer, glaube ich. Ganz riesengroßes Ding. Und irgendwie war jedes Zimmer so anders. Und andere Farben, andere, also ich habe wirklich, es war wie so ein Kunstwerk, wirklich. Also ich möchte da jetzt auch nicht übertreiben und hier nicht, aber so war das halt für mich, weil ich da auch ganz viel so, ich bin auch so ein Mensch, wenn ich so Kunst mache oder irgendwie kreative Sachen, dann bin ich da so voll drin und dann ist da auch so ganz viel von mir drin, verstehst du? Also das, ja, ich habe halt da, ich habe es immer therapeutisches Malen genannt. Ich habe halt das ganze Haus, jedes Zimmer anders gestaltet und gemalt und gemacht und getan. Nicht gemalt, gemalert und gemacht und getan. Habe so komische Techniken ausprobiert. So mit so Tüchern und Schwämme und hast du nicht gesehen, ne? Ist, ja. So, und das fand ich so schön.
Und da, das war das Einzige, wo ich so dachte, nee, das stimmt nicht. Es gab auch noch so zwei, drei Menschen, wo es auch ein bisschen schwer fiel, die zu verlassen. Aber das war halt auch so, ich habe so gedacht, oh, das schöne Haus, dann habe ich davon so, auf Film habe ich dann, wie das aussah und so, das ist ja geil, ne? Alleine dafür wollte ich da mitmachen, ne? Also ich hätte eher bei Schöner Wohnen oder so mitmachen sollen, anstatt jetzt so ein Quatsch, ne? Aber ja, ich fand das halt toll. Ich fand, habe auch so gedacht, so die Message ist so, die ich rüberbringen möchte, ist, man kann sich ruhig für ein Kind entscheiden. Ja, das kann man. Das kann auch funktionieren und es ist nicht das Ende der Welt, wenn man ungeplant schwanger wird. Das ist meine Message. Und ich bin ja auch, ich bin ja nicht für Abtreiben, ne? Das könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken, ne? Ich bin da nicht dafür. Ich verurteile es auch nicht, aber mir tut es halt weh und mir tut es auch leid. Ich denke sogar, dass die Frauen sich selber damit am allermeisten Schmerzen zufügen. Also ich denke jetzt nicht so, oh, das arme Baby, was da umgebracht wird, sondern ich denke die arme Frau, die da ihr Baby umbringt, ne? Also so, das ist halt meine Meinung. Kommt oft nicht so gut an, aber kann ich ja nichts, kann ich ja nicht ändern, ne? Also ich habe ja auch nicht, ich bilde mir ja nicht eine Meinung, damit ich gut ankomme. Das ist ja nicht so, ne? Das passiert halt so. Okay. Also ich so, ja geil, klar, ihr könnt der Regisseurin auf jeden Fall meine Telefonnummer geben. Ich bin dabei, habe ich Bock drauf. Aber ja, und aber auch nochmal mit Lisa besprochen und so, ne? Also jetzt auch nicht, dass ich jetzt einfach gesagt habe, ja und so, ne? Wir haben dann schon auch noch drüber gesprochen. Und Lisa konnte sich das auch vorstellen, fand es bestimmt auch irgendwie spannend, ne? Also, und auch so, sie hat sogar auch gesagt, ja, sie möchte auch die Geburt auf jeden Fall gefilmt haben, damit sie das dann hinterher sich auch angucken kann und das, ja, das wollte sie gerne so. Aber die Lisa war 15, ne? Nicht vergessen, die Lisa war 15. Also noch eine junge Frau, die das jetzt auch nicht alles so weiß. Also sie hat ja auch noch, auch jetzt abgesehen vom Alter, ist das ja auch als schwangere Frau, die ihr erstes Kind bekommt. Du weißt ja gar nicht, was auf dich zukommt. Und du weißt dann auch nicht, wie das sein wird unter der Geburt und so weiter. Ne? Also, ja, war das so. Hat aber diese Regisseurin, die müsst ihr euch vorstellen, die ist ein paar Jahre älter als ich. Und die hat schon so, also das war so mit so die erste Frage, dürfen wir denn die Geburt filmen, ja? Ja, okay. Und die hat gesagt, ja. Ne, so. Aber 15-jähriges Mädchen hat gesagt, ja. Und 50-jährige Frau hat gefragt, ne? Also die war da bestimmt schon 50. Ich weiß doch nicht, wie alt die ist, was weiß ich. Älter als ich auf jeden Fall. I don't care. Ist mir auch egal, wie alt. Also okay, aber sie war schon ganz erwachsen. Schon ganz erwachsen, ja, schon im Oma-Alter. So. Und dann hat sie halt dieses junge Mädchen gefragt, dürfen wir denn die Geburt filmen? Und das junge Mädchen hat gesagt, ja. Und dann hat die da so einen Check gemacht, ne, so. Und dann kam es halt noch immer wieder mal zu, kamen die zu Besuch. Auch noch mal in, ja genau, als Lisa noch hochschwanger war, haben sie kurz gefilmt. Es war immer sehr anstrengend, diese Tage mit den Leuten. Waren sehr, muss ich wirklich sagen, war super anstrengend. Aber so ist das wahrscheinlich, ne? So ist das Filmgeschäft wahrscheinlich. Super, 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 super anstrengend, ne? Man muss viele Sachen mehrmals machen. Also da, das ist jetzt auch, ne? Deswegen, das ist nicht Doku. Die sind nicht da und beobachten uns, wie wir unser echtes Leben leben. Nein, also so ist das überhaupt nicht. Es wird schon, also die Interviews, klar, da sitzt man sich gegenüber und dann fragt diese Frau. Und ich, wie ich bin, antworte auf alles ganz offen und ehrlich, ne, wie ich so bin, mein Kind auch, selbe Stamm, ne? Ja, und das war's. Aber jetzt so diese, weiß ich nicht, das dazwischen den Gesprächen, das Leben, das war alles vorgegeben von der Regisseurin. Also jetzt läufst du mal da lang und dann läufst du mal dies und dann machen wir mal das und, ne, so. Also es war schon so, ja, was macht ihr denn heute noch? Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Kinder von der Schule abholen, die waren ja in der freien Schule, dann habe ich die abgeholt und dann war das Filmteam irgendwie dabei, glaube ich. Sowas halt, ne? Dann haben die das halt so gefilmt. Oder wie wir danach nochmal zum Einkaufen gehen. Sowas halt, ne? So, ja.
hat mich ein bisschen genervt schon so, habe ich schon gedacht, oh, ist das anstrengend, ne? Aber okay, aber die schönen Bilder. Und ich meine, der Kameramann, super Typ, Ton, super Typ, das waren echt super nette Menschen. Dann gab es da noch so eine Assistentin, ich glaube von der Regisseurin, auch eine ganz super nette Person, ja. Der Einzige, der da auf den Sack ging, war halt die Regisseurin, die... Ey, Robert, und weißt du, wer mir auf den Sack geht? Ja, du! Der schleicht sich, das macht der 100 Mal am Tag, versucht er sich rauszuschleichen, dieser Sack. Ehrlich, hör jetzt auf damit. So. Dann fange ich jetzt mal an mit der Geburt, so, ne? Weil das ist ja echt dann, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie das alles war. Das war ja auch für mich alles so aufregend. Das war ja alles neu. Also mein Kind, erstens mal, nee. Also wir hatten schon geplant mit dem Auswandern. Also da waren wir noch so ganz am Anfang, überhaupt, dass wir den Gedanken zugelassen haben, überhaupt Deutschland zu verlassen. Ja, da habe ich mir 1000 Sachen angeguckt und habe Bewerbungen geschrieben für einen Willi und so. Ne? Also das hat Jahre gedauert. Von dem ersten Gedanken zum Auswandern bis hin zum Auswandern. Okay, und das, der Film, das war so mittendrin. Okay, ist das schwierig, das ist so schwierig für mich, das jetzt irgendwie wieder in der Reihenfolge. Okay, dann kam so der Zeitpunkt der Geburt, ne? Soll ich das auch erzählen, wie das war? Ich meine, so genau weiß ich es nicht mehr. Ich weiß noch, sie hatte abends, fing das an mit so leichten Wehen und sie ist dann in ihr Zimmer und hat da schon so rumgeatmet, ne? Ich habe sie so alleine gelassen, was aber auch gut ist, ist ja auch, gehört ja auch so, also man soll ja auch nicht so auf den Sack gehen, ne, so einer Gebärenden, aber ja, ich habe ganz verrückt, sie kam morgens so, oh Mama, ich habe gerade gekotzt, ich so, oh, kuschel dich zu mir, mach so die Decke hoch, komm, ne, Lieschen kuschelt sich so zu mir und dann merke ich so, macht so, ich guck so auf die Uhr, da hatte ich noch eine Uhr, hier habe ich ja, ich habe ja gar keine Uhr mehr, außer die am Herd. Hatte ich eine Uhr im Schlafzimmer, brauchte ich halt, ne? So, und ich guck so auf die Uhr und dann so ein paar Minuten später, ich so, Lisa, wir gehen jetzt sofort ins Geburtshaus, doch. Ne? Und dann, ja, also da hatte die sich schon wunderbar, ich weiß auch nicht mehr wie weit, ich glaube, die war schon 6 cm, als wir im Geburtshaus ankamen, also richtig krass, ne? Die hat das so geil gemacht, so, da bin ich bis heute so stolz auf mein wunderbares Kind, was einfach mit der Natur mitgegangen ist. Super, echt, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja, okay, dann waren wir im Geburtshaus, dann war auch noch, das war so toll, das war so schön, dann war eine Hebamme, die schon bei mir bei 3 Geburten, glaube ich, die war auch bei Lisas Geburt dabei. Lisa war ja ein Notkaiserschnitt, krasse Geschichte, aber will ich jetzt nicht erzählen, ja. Und diese Hebamme, also das fand ich einfach so toll. Das wusste ich vorher, glaube ich, gar nicht, dass die auch da ist oder so im Geburtshaus. Es war irgendwie, war toll. Sie war da und hat der Lisa dann die Wanne eingelassen und so. Und die Lisa liegt tönend in der Wanne, wir zwei, die Hebamme und ich, wir gucken uns nur so an. Okay, da kann sich nochmal so eine 40-jährige Erstgebärende kann sich dann nochmal ein Scheibchen abschneiden, doch. Ehrlich, so geil. Also es war so toll, super toll und... Leila war ja auch ein Sternenguckerkind, also falsch rum sozusagen. Lisa hat das gemacht, ne? Aber so, okay. Also Lisa liegt tönend in der Wanne, ja? Macht das, Robert, nee, also Robert, jetzt langsam geht's mir dann auch auf den Sack, dann finde ich es auch nicht mehr lustig. Jetzt hör doch mal auf. Mann, lass es. Sonst gehst du nach hinten, Junge. Geh nach hinten, los. Geh. Ja, dachte ich mir. Ja, Lisa liegt tönend in der Wanne und dann auf einmal geht so die Tür auf, kommt die Regisseurin, will sich da mit der Kameraleute und alles rinquetschen, gell? Ich glaube, sie hatten vorher noch so ein Stativ dahin gebaut schon in diesem engen, es war alles eng und ja, das hat überhaupt nicht gepasst einfach, ja? Und ich bin der Hebamme, ich habe den, nee, sie hieß Maya, Maya hieß sie, ich bin der Maya so dankbar, weil ich war durch. Also ich bin, ihr wisst ja, ich bin angstgestört und da war jetzt mein Kind und für mich war ja auch, ihr wisst ja auch, dass ich alle meine Kinder im Krankenhaus geboren habe, auch schon
Ja, schon auch aus Angst, ja. Also ich habe immer gesagt, Hausgeburt stelle ich mir toll vor. Habe das dann immer so ein bisschen auf den Willi geschoben. Der Willi will das nicht und so. Aber anscheinend war ich ja auch nicht bereit. Auf jeden Fall war das für mich ein Riesending. Das möchte ich hier erklären. Für mich war das ein jetzt muss ich nochmal zurückspulen. Ach Mann, Leute, es tut mir so leid, aber das ist so lange her. Ich muss nochmal kurz zurück. Wir bleiben hier nochmal bei der tönenden Lisa in der Wanne. Das merken wir uns. So, jetzt nochmal zurück. Nochmal kurz zurück. Ein paar Tage vor der Geburt. Genau. Und, Alter, ja, nee, ich werde jetzt auch schon wieder sauer. Jetzt kommt es mir wieder. Ich habe das alles verdrängt, ey. So. Also ich war eh schon durch. So, Maruk ist, da komme ich her. Da bin ich schon geboren, ja. Und da bin ich groß geworden. Und Maruk ist ein Dorf und jeder kennt einen. Wir waren eh schon, obwohl ich ja euch schon neulich erzählt habe, wir waren ganz konventionell. Natürlich waren wir das nicht. Also wir waren jetzt in Marburg schon auch Aliens, ja. So, und dann wurde halt die Lisa schwanger so früh. Da haben sie auch gerne mit dem Finger auf uns gezeigt und und so, ne. Ja, könnt ihr euch vorstellen, ne. So, das war schon mal für mich nervig, aber das hat nicht lange gedauert. Das waren ein paar Tage. Und dann habe ich mir das auch selber so angeguckt, habe so gedacht, Rita, bist du bekloppt? Warum kümmerst du dich denn jetzt um irgendwelche Leute? Was die von dir denken, das war dir doch noch nie wichtig. Und dann kam ich so langsam wieder runter und habe dann auch, habe ich gemerkt, nein, natürlich mein Kind, ich stehe zu meinem Kind, also und zu meinem Enkelkind auch und ich freue mich auch. Ist doch alles wunderbar, wir schaffen das so, ne? Das war so die Energie. Da war ich dann schon, ne? Aber natürlich hatte ich vor der Geburt, ich war ja auch nicht so weit, wie ich heute bin. Heute bin ich ja, sehe ich das schon wieder viel natürlicher und mir ist irgendwie klar, natürlich können Frauen Kinder gebären. Ich meine, Katzen können ja auch Kinder gebären, ne? Und da ist ja auch keiner dabei, ne? Und so weiter und so fort. Aber da war ich noch nicht an diesem Punkt. Ich habe immer noch gedacht, Geburt, da kann so viel passieren, oh mein Gott, es kann so viel passieren. Einfach so viel kann passieren, so viel kann passieren. Das war in meinem Kopf so. Aber trotzdem war ich total stolz, dass die Lisa auch sich fürs Geburtshaus entschieden hat, ja. Fand ich toll und habe auch gedacht, doch, super. Und ich habe auch den Hebammen vertraut, das war einfach wunderbar. War alles, hat sich gut angefühlt in meinem Bauch. Aber im Kopf war die Angst halt noch. So. Und ich habe da sehr hart an mir gearbeitet, dass ich innerlich ruhig, weil ich wollte ja stark sein für meine Tochter, damit ich ihr zur Seite stehen kann, wie sich das gehört, ja? So. Und da habe ich hart an mir gearbeitet und das hat auch gut geklappt, ne? So. Es laufen da Leute am Zaun, geht weg. So. Dann ruft die mich an, die Regisseurin, abends um 10:30. Also jeder normale Mensch, Also abends um 10:30 rief sie mich an und wer mich kennt, weiß, ich kann zum Beispiel im Fernsehen, ich gucke nichts Spannendes, ja, schon gar nicht, vorm Einschlafen. Ich bin schon Oma, seit ich 30 bin, ja, so. Ich mag das nicht. Ich gucke lustige und ruhige, sanfte Sachen, weil ich immer denke, so in der Welt ist schon alles schrecklich genug, ich muss nicht noch mir im Fernsehen die schreckliche Fantasie anderer Menschen reinziehen, brauche ich nicht so. Also es war 10:30, warte, jetzt muss ich den Robert, er ist in meinem Beet und das sehe ich nicht ein. Ich muss ihn jetzt mit Wasser bespritzen, dass er geht. So Robert, das war jetzt deine Entscheidung? Okay, ich muss ihn nicht mit Wasser bespritzen. Der sieht mich schon mit dem Glas und so die Backe so voll, ich spucke immer so. Dann kam er schon selber raus. Okay. Wo war ich? Ja, nee, sie rief mich an. Abends um 10:30. Ja? Abends um 10:30. Eine Mutter von 5 Kindern. Ich war im Stress. Ja? Ruft es mich um 10:30. Glaub mir, das würde die heute... Ich war auch früher so komisch. Das würde mir überhaupt nicht mehr passieren. Ich würde direkt fragen, was bei dir falsch? Was rufst du mich an nachts um 10:30? Alter! Okay, sie ruft mich an. Ich war aber noch so höflich. Ne? Und so hat mir das angehört. Da sagt die zu mir,
Ja, also ich habe mit meiner Heilerin gesprochen und die hat gesagt, die Lisa darf auf keinen Fall im Geburtshaus entbinden. Auf keinen Fall. Meine Heilerin hat's gesagt. Ja, und ich nur so, ich so, wie, was denn? Und so, ja, weil das Kind wird stecken bleiben und die Lisa wird dann sterben. Das hat diese Hure zu mir gesagt. Abends um 22:30 in meinem Wohnzimmer sitze ich. Robert, du bist auch so eine Hure, komm jetzt her. Junge, ich vergess mich gleich. Alter, Schwede. Da hör da. Ich muss dich, glaube ich, jetzt echt nach hinten sperren, oder? Was ist los? Wo sind denn die anderen Hunde? Sind die jetzt alle? Haben sich jetzt alle rausgeschlichen, wenn ich den Robert geholt habe? Nee, die sind alle da, okay. Horror. Horror. Ja, so, also. Ja, diese dumme Nudde ruft mich an, abends um 22:30, ja, in meinem Zuhause, aus dem Nix, kriege ich erzählt, dass wenn mein Kind im Geburtshaus entbindet, wird es sterben und so weiter und so fort. Ich habe direkt so, oh mein Gott, ich bin ja auch so ein Mensch, ich glaube dann ja auch so eine Scheiße, ich bin total naiv und bekloppt manchmal. Und gerade wenn ich eh so an so einem, ja, wie heißt das, an so einem Bad Place, wollte ich sagen, ne? Aber wenn ich gerade eh schon in so einem Zustand bin, ja, so kurz vorm Nervenzusammenbruch, ja? So, und dann hat die nichts anderes zu tun, als mir sowas zu sagen. Also, oh, Alter, ne? Alter, habe ich mir nur gedacht. Okay, ich am nächsten Tag, komm, Lisa, wir gucken uns die Krankenhaus, wir gucken uns das Krankenhaus mal an und wir gucken uns mal, und wir gehen dann nochmal, wir hatten noch einen Termin im Geburtshaus. Okay, Krankenhaus angeguckt, war grauenhaft. Okay. Können die da ihre Dinger zum Aufhängen und ihre Wanne und alles? Nee, die Atmosphäre ist ein Krankenhaus. Okay, die Lisa wollte es auch nicht. Aber ich habe alles gemacht, wie die Lisa will. Ist ja logisch, ne? So, dann sind wir zur Hebamme und dann war zum Geburtshaus. Und da war dann meine... Ich habe übrigens gleich... Also wir sind dann zum Geburtshaus, hatten dann einen Termin. Dann war da meine Lieblingshebamme. Oh, und die ist so toll, die ist so buschikos und so deftig. Weiß ich, liebe die einfach. Ich liebe diese Frau. Birgit, du wirst das niemals sehen, glaube ich. Aber Grüße gehen raus an dich im Herz für immer. So, auf jeden Fall habe ich dir das erzählt. Und die hat sich bepisst, hat die gesagt. So, und dann hat richtig die Augen verdreht und so, ach, ihre Heilerin. Ach, wer ist denn ihre Heilerin? Und hat direkt, ach, wir hatten neulich hier so eine bekloppte, wieder so eine Aale, Erstgebärende, über 40, weißt du, hat sich, kam an mit ihrem Blut, Bluttransfusion, falls ich eine Bluttransfusion, sagt sie, ach, und diese Leute, die sind alle so verkrampft und deswegen können die auch ihre Kinder, die müssen dann, die werden dann ins Krankenhaus gefahren von hier, die, weil sie sich so verkrampfen und so, ne, so, und ach, ich liebe sie dafür, ich liebe sie. Damals habe ich es noch nicht so verstanden, heute verstehe ich ja hundertprozentig. Gebären ist locker, mach dich locker. Mach dich locker oder lass es sein. Mach dich locker. Ne? Das ist alles. Locker machen. Ihr lieben Leute, guckt mal einer Katze bei einer Geburt zu und dann wisst ihr, wie es geht. So, auf jeden Fall hat mich das dann wieder total aufgebaut. Dann war ich wieder beruhigt, weil der vertraue ich einfach. Weißt du, die weiß ja, habe ich auch gedacht, was dann für eine Heilerin. Das war dann auch noch, genau, da hatte mich auch noch meine Cousine angerufen, so, das war ganz schlimm. Ich glaube, die hatte so eine lustige Runde mit Freunden und rief mich auch so spät. Was rufen die denn alle so spät an? Also keine Manieren, gell, in Deutschland. Auf jeden Fall hatte die mich auch angerufen und die so, halalalala. Und ich so, ich war nur so, ich hatte gerade aufgelegt, ne? Und ich so, ja, diese Heilerin von der Regisseurin, die hat gesagt und bla. Und meine Cousine so noch, oh. Und war dann so ganz ruhig und die war voll so lustig drauf, ne? Ja, also kam mir jetzt gerade gar nichts mit dem Thema zu tun, aber kam mir gerade so in den Kopf, ne? Also es war echt, das war so absurd. Ich glaube, dass meine Cousine selber auch gesagt hat, also Britta, hallo, komm mal runter. Wer ist denn diese Regisseurin und who the fuck is the motherfucking Heilerin von the motherfucking Regisseurin? Wer denn? Weißt du, aber ich war so verrückt, deswegen, ich musste auch weg von Deutschland, ich war nicht mehr bei mir, ehrlich nicht, ich war gar nicht mehr ich selber. Ich habe einfach nur, I took that shit from everybody, ich habe es einfach angenommen, weißt du, die macht sowas und anstatt der zu sagen, wo ihr Platz ist, nee, nehme ich das an und habe auch noch Angst. Okay, so, das war so, ne,
So bin ich dann so auf diese Geburt zu, hatte immer da hinten natürlich in meinem Hinterkopf, dass mein Kind stirbt bei der Geburt. Ne? Das müsst ihr euch mal reinziehen. Wie kann die sowas machen? Guck mal, selbst wenn du sowas denkst, ja, dann behalt es doch für dich. Rede doch mal mit deiner Heilerin über dich. Wie wäre das denn? Rede doch nicht über andere Menschen mit deiner Heilerin. What the hell is going on? Nee. Oh my gosh. Jetzt bin ich in Rage. Jetzt bin ich drin in der Rage. Ich hatte Kaffee und ich bin drin. In der Rage drin, da. Boah, Alter, nee. Ich komme gar nicht mehr klar auf die Frau. Ich glaube, wenn ich die nochmal sehen würde, ich würde sie schubsen, ehrlich. Ich würde sie schubsen, geh mir aus dem Weg, du ekliger Gnom. Ehrlich wahr? Naja, egal. Ich habe noch gedacht, so eine ganz nette Frau. Ich fand das auch noch nett, auch so sympathisch, dass sie auch eine Heilerin hat, auch so ein bisschen spirituell veranlagt und so, habe ich gedacht. Habe ich wirklich gedacht, ne? Aber weit gefehlt. Gemerkt hat die nämlich gar nichts, die Frau. Die hat gar nichts gemerkt. Und bei ihr dreht sich, ich glaube, die ist eine narzisstisch persönlichkeitsgestörte Person, weil... Da ging es nur um sich und ihren beschissenen Film. Sorry, aber anders kann ich nicht sagen. Beschissener Film. Sehr, zwei beschissene Filme. Okay. Weiter geht's. Dann sind wir jetzt springen wir wieder dahin, als die Lisa tönend in der Wanne lag. Ne? So, dann geht auf einmal die Tür auf. Und ich war, wie gesagt, ich war nur bei der Lisa. Ich habe nur gedacht, nee, ich habe gar nichts mehr gedacht. Ich kann diesen Zustand, da kann ich mich heute auch gar nicht mehr so reinfühlen, aber ich war einfach fix kurz vorm Nervenzusammenbruch. Anders kann ich das nicht erklären. Kurz vorm Nervenzusammenbruch, aber noch nach außen hin, ne, da und stark und klar, ja. So, dann geht die Tür auf und dann die Maya hat die Tür wieder zugedrückt. Dann hat sie nochmal so. Und nee, warte, nein, halt, stopp, alles falsch. Die Tür ging so auf und sie wollten so reinkommen und dann ist die Maya so hin zur Tür und hat so gesagt, nee, das würde jetzt den Geburtsverlauf stören, ja. Und, also die wussten auch, dass die Leila falsch rumliegt, also ein Sternenguckerkind ist, das wussten alle Beteiligten, okay, das war jetzt auch keine Überraschung oder so, ne, das wussten wir, alright, ne. Und jeder, der irgendwie so ein bisschen Ahnung hat von Geburt, weiß, dass das schon auch kritisch sein kann und so weiter. Ne? So, also die Maya meinte dann so, nee, die Geburt ist voll gut im Gange und das könnte jetzt ein Geburtsstopp. Ist ja auch logisch. Also ist ja, ne? Für mich ist sogar heutzutage, ist es schon schwierig, einfach eine Kamera aufzustellen. Ich glaube ja sogar, dass eine gebärende Frau einfach nur ihre Ruhe von allem braucht. Ne? Und dann geht das am besten mit dem sich öffnen. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. So, genau. Maya sagt nein, lässt sie nicht rein, erklärt auch kurz warum, ja. Und dann nach ein paar Minuten geht einfach die Tür wieder so auf. Stell dir das mal vor. Dann wollte die einfach da sich dem widersetzen. So. Und sie hat mir auch später, als ich das angesprochen habe, hat sie das damit gerechtfertigt. Weil ich habe ihr dann auch gesagt, was ist denn los? Wie kannst du das verantworten? Ein Geburtenstopp, ja? Eine 15-Jährige, erstes Kind im Geburtshaus mit einem Sternenguckerkind. Wie kannst du das verantworten? Und dann hat sie als Argument, dass sie das getan hat und dass sie sich das erkämpfen wollte, jetzt da mit dabei zu sein, hat sie damit begründet, ja, die Lisa hat ja von Anfang an gesagt, wir dürfen die Geburt filmen und hätte sie das nicht gesagt, hätten wir ja sie gar nicht ausgesucht. Das hat die gesagt. Da sieht man dann, wo der Hase lang hoppelt, ne? Da sieht man's, ne? Da sieht man das, was für eine Art Mensch das ist. Ja, narzisstisch. Empathie zero. Ja? Und nur, es geht nur um sie und ihren Film. Kotz, Würg, Brech. Okay. Aber ich bin der Maya dankbar, die war so stark. Auch eine kleine Frau, nicht? Nicht, dass ihr denkt, ich habe was gegen. Das war eine richtige starke kleine Frau. Und die hat sie nicht reingelassen und ich bin ihr so dankbar. Weil das war nämlich nochmal krass, als sie Lisa dann gepresst hat.
hat das schon ein bisschen gedauert, ne? Das hing schon ein bisschen. Da musste ich mich noch so hin, aus der Wanne raus und so hin. Und so. Schnauze! Das hat schon echt gedauert. Und ich habe da auch Blut und Wasser geschwitzt und habe gedacht, was ist, wenn jetzt diese dumme Heilerin doch recht hatte, gell? Und wenn jetzt mein Kind stirbt. Und dann? Was wären dann? Weil natürlich war das in meinem Hinterkopf. Dann bin ich ja schuld, weil ich ja mein Kind nicht ins Krankenhaus gebracht habe oder so, ne? Aufgrund dieser Aussage, dieser Hurenheilerin, ehrlich. Ach, was eine Drecksheilerin, ehrlich war. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Auch diese Heilerin, wie kann die, was bist du? Was bist du denn? Wie ich solche Menschen verabscheue, die sich in andere Leute Leben einmischen, ja? Und da richtig aktiv, ja? Weil mit dieser Sache hat sie aktiv die Geburt von Leyla versaut, ja? Und schwieriger gemacht. Diese Drecksheilerin hier, den kriegst du, zwei kriegst du. So, das ging an die Heilerin. So, wie geht's weiter? Was war denn da noch mit dem Film? Das ging ja noch viel weiter. Das ging ja alles noch. Ich habe noch ganz viele widerliche Erfahrungen gemacht mit dieser Regisseurin, ne? Okay, wir sind dann nach Hause gefahren. Also irgendwann durften die dann rein. Das fand ich toll. Da hat die Maya sich so schön um uns gekümmert. Das war super. Wir konnten uns dann auf so einer Pritsche hinlegen, die Lisa. Dann hatte sie so die kleine süße Leyla. Dann kam erstmal der Papa rein von der Leyla. Und das war ganz schön und heimelig. Und dann irgendwann kam die Filmleute, hat dann auch nicht gestört, ne? Das hat ja dann auch nicht gestört, ne? Dann war ja alles gut, ne? Dann war die Lisa versorgt untenrum. Alles war okay, alles war hinten. War geschafft sozusagen. So, dann war das toll. Das war wirklich schön. Dann haben wir auch noch gefilmt, wie wir nach Hause kamen und so. Das war richtig toll. Da haben wir noch unsere Nachbarn getroffen. Die haben dann auch so geguckt. Das waren auch so, jetzt hat die Lisa ein Kind mit 15. Ist aber süß. Ja, ist aber schön. Oh mein Gott. Sorry, aber das Thema, ne, das ist. Und ich bin halt jetzt wirklich auch so, ich lasse alles raus. I don't give a fuck. No, zero fucks are given. Nicht wahr? Zero. Zero fucks. So, dann nach Hause, bla bla blub, hinher. Dann sind wir erstmal ausgewandert, ne, glaube ich. Ich glaube, dann war nichts mehr. Dann kamen die nochmal irgendwie, ich glaube, in die Schule. Haben sie da, wollten sie zeigen, wie schwer das ist und so mit einem kleinen Kind in der Schule und so. Aber war ja gar nicht, war toll. Lisa hat gestillt. Das ging alles super. Also das fand ich jetzt nicht anstrengend. Ich glaube, für die Lisa war das auch nicht anstrengend. Muss ich sie nochmal fragen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war toll. Das goldige Leyla-Schätzchen und ja, das hat alles super geklappt. Mit dem Stillen, dann hat sie auch abgepumpt und ja, das ging alles super, super. Super, duper, luper. Und dann sind wir aber ja auch ausgewandert, nicht wahr? Und dann hatten wir erstmal unsere Ruhe. Dann kam irgendwann ja auch der Film raus. Ne, der war, ja, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Von meinem Haus hat man gar nichts gesehen. Also, ich meine, das werfe ich jetzt auch niemandem vor. Ne? Das war ja meine Spinnerei, das war ja meine Gedanken, dass ich mir denke, oh, dann kann ich mein Haus nochmal sehen und so. Das war halt nicht, ne? War nicht. Hat man gar nicht erkannt. Ne? Ich habe noch so eine geile Haarfrisur wie so ein Prinz Eisenherz. Und so, das ist ein bisschen lustig, aber ansonsten ist der Film jetzt für meinen Begriff langweilig. Also das weiß ich auch, wenn ich jetzt nicht dabei gewesen wäre, ne? Und ich würde mir das angucken, hätte ich mir bestimmt auch angeguckt, aber langweilig. So langweilig. Sorry. Haben die sich dann wieder, also sie, ich sage immer die, weil das so ein Team war, diese drei, der Film, der Kameramann, der super nett und witzig war, der Tonmann, der auch super freundlich war und die olle Regisseurin, die halt grauenhaft war. Und da haben wir auch mitbekommen, warte mal, waren die hier in Hawaii zweimal? Lena? Mhm. Waren die zweimal in Hawaii? Ja. Ja, gell? Ja. Ja, die waren zweimal hier, okay. Ich muss mich ja so langsam wieder, ja genau. Genau, das erste Mal war für den Film 18. Und das zweite sollte dann sein für einen Film, der dann 10 heißen sollte, wenn die Kinder 10 sind. Oder war das irgendwas mit 28? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber der erste, also jetzt reden wir erstmal über das erste Mal, als sie hierher kamen.
Das war eine Zeit, da hatten wir gerade dieses ganze Drama mit Mossi und Anus Vater durch. Da waren wir auch noch alle so ein bisschen durch, ne? So ein bisschen verrückt. Noch so, was ist hier uns geschehen? Wir hatten das gerade so hinter uns irgendwie, ne? Ja, okay. Das war, naja, also das war halt so, da habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, was ist denn mit der Frau los? Wie sie so alles bestimmen will und wie sie auch so tut, als ob sie irgendwas wüsste, aber sie weiß gar nichts und sie achtet auch null darauf, wie es der Lisa geht, 0,000, ja, da geht es ihr wieder nur um ihren Film. Also, ob es der Lisa gut geht dabei, ob das gerade ein bisschen anstrengend ist mit diesen ganzen kleinen Kindern, da hatte sie ja 3 klitzekleine Kinder, ja, das nur, damit ihr schon mal wisst, so, also Lisa und ich, das war schon auch ein bisschen Feuer immer, ne, so. Aber es war so, als sie das erste Mal da waren, war das noch nicht so krass. Da habe ich halt auch noch so, ja, also wir waren in einer stetigen Arbeit an uns und an unserem Verhältnis, nicht wahr? Und halt noch das Leben dazu auch noch meistern und so weiter und so fort, ne, so. Da war der erste Film, da war jetzt auch nichts, da erinnere ich mich nicht an irgendwelche besonderen Vorkommnisse, außer dass sie so richtig geisteskrank. Und Lisa hatte irgend so ein Date mit so einem ganz widerlichen Typen, also wirklich überhaupt nicht Lisas Typ und einfach nur lächerlich. Der hatte so Frauenhände, ganz eklig, ganz klein, dünn Frauenhände, gar nicht Lisas Typ, überhaupt nicht. Den hatte sie ja damals irgendwo online kennengelernt und dann haben die sich getroffen. Und die Filmcrew wollte halt bei diesem Date dabei sein. Waren sie dann ja auch, ne? Hatten die da so ein ekelhaftes Date. Und Lisa hat die ganze Zeit nur gedacht, oh, ich will hier weggehen, will nicht, das ist überhaupt nichts für mich. So, und dann sagt doch diese Frau Regisseurin, sagt die allen Ernstes zu Lisa, als dann endlich das Date war rum und Lisa und ich, wir haben schon gelacht so, weil, hast es endlich hinter dir und so, ne? So sind wir halt ganz normal, wie normale Menschen, ja? Und dann sagt sie, also das ist doch das Beste, was du auf dieser Insel finden kannst, sagt diese Frau, die gerade 3 Tage hier auf dieser Insel ist. Ja, da haben wir uns auch nur angucken, haben wir gedacht, ja. So haben wir uns nur gedacht, ne? Wir haben uns halt drüber lustig gemacht, haben die nicht ernst genommen, ne? So, okay. Dann war das abgedreht, haben wir lange gewartet auch wieder auf den Film und er war auch, also sah halt, ja, die Kameraführung und so, ne, toll, wirklich, die Farben, die Bilder, wunderschön, also der zweite Film finde ich wirklich durch, also das hier, was in Hawaii spielt, das andere jetzt, ist auch wieder eher so ein bisschen von der langweiligen dort, aber ist halt für jeden was dabei, ne, so, okay, ich will das auch gar nicht bewerten oder so, vielleicht gefällt es ja auch Leuten und dann ist ja auch schön. Da habe ich gar kein Problem damit. Also ich habe es jetzt auch nicht nötig, den Film in den oder die Filme in den Dreck zu ziehen. Das ist nur meine persönliche Meinung, war halt, ich war halt enttäuscht und gelangweilt, aber das bedeutet ja nichts, gell? So, dann, da hatte ich noch Facebook. Ich war auch mit der im Facebook-Kontakt und auch immer so, die hat mich auch immer so ausgefragt. Ich habe gedacht, die wäre ganz normal nett. Ich habe die schon wie eine Freundin gesehen. Oh mein Gott. Ich bin so blöd, ich bin so naiv, ich bin so hohl auf diesem Gebiet. Ich bin echt so blöd, das kannst du dir nicht vorstellen. Auf jeden Fall auf Facebook immer, die Lisa hat da ja nie geantwortet, die Lisa hatte gar keinen Bock da drauf. So, und ich war höflich und nett und habe immer alles Mögliche so erzählt, weil ich so ein offener Mensch auch bin. Ja, wenn du mich was fragst, dann sage ich dir das, was gerade in meinem Kopf ist, ja. Da überlege ich nicht, oh, darf ich das sagen oder, nein, das gibt's halt bei mir nicht, ja. Selber schuld auch, ne, naja. Auf jeden Fall sagte sie dann so, wir wollen dann noch jetzt für 10 oder 28 oder whatever, für den nächsten Film wollen wir filmen und bei den anderen haben wir schon ganz viel und jetzt, ja, und so weiter und so fort und okay. Dann sag ich, ja, klar, super, ich freue mich, euch zu sehen und so, ne. Ich war freundlich gestimmt und dann sagten die, ja, aber leider, bla bla bla, weil das Equipment muss immer geliehen werden, das kostet natürlich ein Heidengeld und alle brauchen dann auch frei und so weiter. Eigentlich war geplant und das war so besprochen und es war geplant, ich glaube sogar 3 Wochen, wenn nicht
oder vielleicht zwei, aber es war eine lange Zeit geplant. Weil sie waren das erste Mal, waren sie 10 Tage da und da haben wir gemerkt, das ist zu hektisch, das reicht nicht. Ja? So, und dann war geplant, ich glaube 3 Wochen. Also ich verschwöre mich nicht drauf, aber mindestens 2 Wochen, also mindestens. So, und da habe ich mich auch gefreut, habe ich gedacht, dann kann man das mal mehr in Ruhe angehen. Vielleicht wird es auch ein bisschen schöner dann, ne? Vielleicht kommen noch ein bisschen bessere Szenen zustande und so weiter. Okay. Und dann, also das war länger vorher geplant. Und dann so kurz vor, ich glaube, es war für Oktober oder November geplant, ja. Aber wir haben halt vorher schon drüber gesprochen, lange vorher, dass das 3 Wochen werden, so. Und da habe ich dann gedacht, okay, im November 3 Wochen, bla bla. So, und dann irgendwie war das Datum auch wieder verändert. Hat sie gesagt, wir kommen dann und dann. Das war dann auf einmal ganz kurzfristig. Und wir können aber nur 6 Tage. Und da habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Ich habe das gesagt, das geht nicht. Ich habe gesagt, ich habe gerade eine ganz schwierige Phase mit der Lisa. Und das war ganz, ganz schlimm. Das war kurz bevor sie ausgezogen ist. Es war einfach nur schrecklich. Warte mal, war die Ossi schon geboren? Ja, die Ossi war... Neugeboren. Ja, genau. Und das war so, als Lena schwanger war und so, das war alles zu viel hier. Zu viel in diesem engen Haus. Lisa hat ja noch hier gewohnt mit ihren Kindern. Und Lisa und Lena haben sich nicht so gut verstanden. Und Lisa und ich hatten echt Probleme. Dann musste ich es aber irgendwie auch der Lena recht machen, weil die ja auch gerade ihr erstes Kind erwartet und so. Also ich war so richtig im Stress innerlich, ja. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Und 6 Tage schon mal gar nicht, das geht überhaupt nicht. Nein. Ich habe wirklich Nein gesagt, ja. Lisa hat auch Nein gesagt, weil Lisa auch total genervt war zu diesen Zeiten. Der ging es nicht gut, Lisa. Das war wirklich alles sehr viel. Und ja, dann auf einmal, ja, morgen kommen wir so, ne. So war das dann. Das wurde ignoriert, ja, dass ich Nein gesagt habe und dass Lisa Nein gesagt hat. Wurde ignoriert. Okay. Ich war so fertig, ich konnte es alles, ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass mir sowas heute nicht mehr passieren würde, aber ich kann meine Hand auch nicht ins Feuer, weil ich bin ein Depp. Ich bin wirklich ein Depp und ich bin ein gutmütiger Vollidiot. Wirklich wahr. Ich bin auf der einen Seite total stark und laut und lass mir gar nichts gefallen, aber man kann mich so auf so eine komische Art so einschleimen und so überrumpeln. Das klappt, ne? Ja, dann waren die hier 6 Tage, so, und ich habe gesagt, ich habe gerade mit der Lisa richtig Streit. Ich hatte mit der Lisa gar nicht, wir haben gerade gar nicht gesprochen, wir hatten richtig Streit, es war schlimm. Es war eine ganz schlimme Energie hier im Haus, also eigentlich hätte ich nur heulen wollen jeden Tag von morgens bis abends, verstehst du? So ging es mir. Und die Lisa wahrscheinlich auch. Also, so, dann fing das hier irgendwie an, haben die hier aufgebaut für ein... Interview, genau hier haben sie aufgebaut, ne? Und ich saß da drüben, da haben sie Interview gemacht, dann habe ich die Lisa nur Scheiße, also für mich jetzt, hat die nur Scheiße geredet und ich wurde immer saurer, so, weißt du, kennst du das, gell, wenn du eh mit deinem Kind streitest und dann so motzigen Scheiß hat sie geredet, weißt du, so, die war ja auch noch jung, Mann, ne? Und die Lisa war auch sehr, sehr, sehr spät pubertär, weil sie halt ihr Kind zu früh bekommen hat, ihr erstes, ja, das war halt, war, und ich war nebenan nicht so, oh! Irgendwann habe ich so gemacht und dann haben alle so geguckt und so, ne? Also ich war richtig, nee, ich konnte auch nicht mehr, ich war so kurz vorm Platzen, ne? Ich konnte auch nicht mehr die Fresse halten. Und ja, also dann haben Lisa und ich uns so rumgestritten vor der ihren Hurenaugen, ja? So, dann war irgendwie geplant, okay, dann machen wir das anders. Das war auch noch so, dann hatten wir noch so ein Gespräch zum Thema Unschooling. Das hat sie dann wohl auch irgendwie interessiert. Dann hat sie auch noch so, ach, die war so eklig, ach, die war so schrecklich, dann, ich weiß nicht, ja, auf jeden Fall, ja, ein Thema Unschooling, da haben wir uns da auf so einem Spielplatz getroffen und dann ist noch unsere Hebammenfreundin mit dazu gekommen, ja, und dann sollten wir da zum Thema Unschooling reden, wobei die Hebammenfreundin überhaupt nicht unschooling, die hat gar keine Ahnung wirklich davon, ja, also das war, in dem Gespräch, dann war ich auch nur noch genervt, ich habe nur gedacht, nee, also das möchte ich auch nicht. Das ist überhaupt nicht in meinem Sinn. Die hat Sachen gesagt, was überhaupt nicht... Nein. Nein und nochmals nein. Nein. Ne? Also,
Das war richtig doof. Ich bin dann auch einfach aufgestanden und weggegangen. Ich hatte keinen Bock mehr, weil Unschooling ist für mich ja, das wisst ihr ja, das ist mein Thema. Und ich möchte auch nicht, dass dann da irgendeine Scheiße erzählt wird zu diesem mir wichtigen Thema. Ja, also okay, bin ich da weg? Okay, dann mach du mal da mit der, die gar nichts mit uns zu tun hat eigentlich. Also ist unsere Hebamme und eine Freundin, aber das ist ja lächerlich. Was, lächerlich. Da hat sie auch so den Arsch geküsst, ist so in den Arsch reingekrochen, so eklig. Diese Frau kann auch nur Leute, die eine vernünftige Ausbildung haben, respektieren, diese Frau. Die hat auch immer erzählt, was sie alles für Ausbildung. Ich habe immer so, ja, interessiert mich nicht, Mann, du bist ein Depp, weißt du. Also sie ist ja eine Kunstschwimmerin, eine wunderbare, dies und das, was sie alles kann im Wasser. Sie ist so eine super tolle, ich müsste eigentlich, ich glaube, sie ist aus dem Osten, ist ein Ossi. Ich müsste jetzt Ossisch reden, kann ich aber nicht. So. Der wie toll, und dann ist sie mit uns ins Wasser gegangen. Klatsch, kriegt sie da eine Ohrfeige vom Ocean, dann lehnt sie nach 3 Minuten so die Haare so zertauscht, so war sie die tolle Kunstschwimmerin im Wasser drin, weißt du? Und das war lustig, da haben Lisa und ich, wir haben uns nur so angeguckt und wir hatten echt Streit. Aber wir haben gelacht. Ne? Das ist uns auch beiden aufgefallen. Das war ein bisschen lustig. Und alles kann sie so toll. Also sie hat für alles eine Ausbildung und sie ist so toll. So eine gebildete Person. Aber kann doch nicht mal Auto fahren. Kann sie nicht. Oder kann nicht einen Tab schließen an einem Computer, was kein Apple ist. Da kann sie nicht. Wenn man sagt, ja, da musst du einfach einen neuen Tab aufmachen, dann kann sie. Dann guckt sie so fragend. Ne? Da muss sie erst eine Ausbildung machen, gell? Sonst vorher geht's nicht. So mit selber denken, ganz, ganz weit gefehlt. Okay, wo war ich? Genau, das Unschooling-Gespräch, was keins war. Dann, genau, und mir ging's ja wirklich. Ich war fix und fertig. Ich meine, die Lena hatte auch gerade ihr Baby geboren. Und immer wenn so ein ganz Neues im Haus, das ist auch aufregend, ja? Und dann noch diese Idioten und das alles in 6 Tage. Nein, sorry halt. Ich habe gesagt, diese Idioten, das ist nicht okay, weil es ist nur eine Idiotin. Diese Idiotin. Okay. Dann so, ich so, boah, ich muss ins Wasser. Ich kann immer, ne? Wenn ich eine Weile nicht am Strand war und so, ich muss dann einfach mal ins Wasser tauchen, dann geht's mir wieder besser. Das ist ganz wichtig für mich, ne? Und Es hier hat ja immer so auf super spirituell gemacht. Dachte ich auch, die hat Verständnis dafür, ne? Aber nee, es geht ja nicht um sie. Dann hat sie da kein Verständnis. So, dann sind wir dahin. Ich habe auch vorher gesagt, wir wollen zum Strand fahren, weil ich muss ins Wasser. Ne? Mit der Hebammenfreundin, mit Lisa, mit allen Kindern. Ich muss ins Wasser, die Kinder auch, alle, wir müssen ins Wasser, so. Und dann habe ich gesagt, wir gehen aber da zu einem Strand, weil das für die kleinen Kinder geeignet ist. Ja, wir gehen zu Koolina und da weiß ich schon, da dürft ihr eh nicht filmen. Ne? Weil da sind so ganz viele Hotels und das ist so schickimicki und da dürft ihr eh nicht filmen. Da kriegt ihr auch nicht jetzt in 3 Minuten eine Filmgenehmigung. Eine Drehgenehmigung, so heißt es, ja. Madame wieder nicht gehört, weiß alles besser hier, gell, Frau Fotz vom Dienst, so. Ich gehe gerade so ins Wasser rein, schwimme so ein paar Runden, ja, und wollte dann noch irgendwas, komm wieder hoch, packen die schon alles zusammen. Ja, nee, wir müssen jetzt wieder gehen, weil wir haben hier keine Drehgenehmigung bekommen, wir dürfen hier nicht drehen, das macht ja dann keinen Sinn, wir haben ja keine Zeit, wir müssen jetzt noch woanders hin. So, und ich bin ja mit den Dreckschweinen mitgefahren und musste dann wieder gehen. Da war ich sauer, da war ich schon, oh, da hatte ich schon ein bisschen Hals, gell, weil ich lebe im Jetzt und ich lebe nicht, ist mir egal, weißt du, wenn du gar nicht hörst auf das, was ich sage, wenn ich sage, es klappt jetzt nicht, es passt nicht, du buchst trotzdem Flug und kommst für 6 Tage. Oh, nee, so langsam wurde mein Hals so ein bisschen dicker, gell? So, dann hat sie mit mir irgendein Gespräch, ein Interview, ich weiß nicht mehr, ich erinnere mich nur vage daran. Auf jeden Fall hat sie schlecht über die Lisa geredet bei mir. Ich weiß jetzt auch nicht mehr wie oder was, aber schon so, ja, nicht, die kann man ja nicht ernst nehmen. Und ne, so, als wäre die Lisa irgend so ein Idiot. So, dann haben sie einen Interviewtermin. Nee, das war gar kein Interview. Ich glaube, da ist sie einfach nur mit der Lisa dann zum Strand gegangen und hat... Oh mein Gott, nee. Halt, stopp. Jetzt fällt es mir ein. Ach, wie grauenhaft. Nee. Genau, dann als wir hier das Gespräch hatten, sie und ich, da hat sie mir erzählt... Dass sie ja ganz toll, also das wäre ja schlimm mit uns und so, hat sie dann hier auf Therapeutin gemacht, die Frau Fotzgesicht, hat gesagt, wie schlimm das alles wäre mit Lisa und mir und das geht ja gar nicht und wir brauchen eine Familienaufstellung. So, habe ich gesagt, Madame, ich möchte keine Familienaufstellung, ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt, ich möchte das nicht, ja, ich möchte keine Familienaufstellung, danke.
Nicht, weil ich nicht weiß, was das ist, sondern weil ich das nicht möchte. Ich weiß, was das ist. Und ich möchte das nicht für mich. Dankeschön. Und schon gar nicht von dir, nee. Weil da hast du keine Ausbildung für, gell? Und selbst wenn, ich möchte es nicht. Danke. Habe ich dankend genau, ich glaube, sie hat noch gesagt. Ich glaube, sie hat noch, warte mal. Die hat noch gesagt zu mir, sie hat eine Ausbildung dafür und sie würde uns das schenken. Das hat die gesagt. Dieses kranke Schwein, sorry, oh mein Gott, das Tourette ist heute wieder ganz groß am Start, aber sorry. Ich bin in Rage und dann kann ich nicht anders. Also, ja, sie würde uns das schenken und da habe ich gesagt, nein, möchte ich nicht. Weil da kann man auch ganz viel Scheiße mitbauen. Ich bin einfach kein Freund davon, okay? Also ihr könnt euch ja mal Pro und Contra durchlesen zum Thema Familienaufstellung und dann, ja, also muss man doch akzeptieren, wenn ich sage, nein, danke, so. Und dann ist sie mit der Lisa zum Strand und hat das heimlich gemacht. Sie hat das so gemacht, dass die Lisa das noch nicht mal wusste, ja. Lisa hat mir später erzählt, was die geredet hat und, boah, ja, da wird mir nochmal ganz komisch auch, weil das finde ich wirklich, das ist richtig evil, das ist ja boshaft und, nee, das kann ich auch nicht. Nee, nee. Also nee. Nee, Mädel. Nee. Dann kamen Lisa und sie vom Strand. Dann wurde erst hier aufgebaut fürs Interview. Jetzt, jetzt. Und dann hat sie irgendwas, oder hat sie mir irgendwas erzählt, Lisa? Ich weiß nicht mehr, was war. Ich weiß, ich krieg das nicht mehr zusammen. Was ich genau weiß, dass Lisa hier ausgeflippt ist und geheult hat und die Treppe hochgestampft, weil sie so jetzt das Gefühl hatte, als Lügnerin dazustehen. Ich weiß aber nicht mehr die Situation. Ja? Und dann ist mir alles wie Schuppen von den Augen. Dann habe ich gesehen, warte mal, die treibt hier ein ganz übles Spiel. Die redet mir nach dem Maul und dann geht sie hin und macht auch bei mir die Lisa schlecht. Dann geht sie hin, redet der Lisa nach dem Maul und macht mich schlecht. Ja, richtig übel. Das war so übel, igitt. Und dann habe ich sie hier konfrontiert. Da hat die mich angeschrien, ne? Diese so klein, die geht mir bis zum Bauchnabel, hat mich hier angeschrien. Dann fand ich sie schon wieder cool, ne? Ich bin ja krank im Kopf, ne? Aber da denke ich so, wow, geil. Weißt du, so. Es ist dann so meine Art halt, sorry. Aber ja. Was dann aber noch rauskam, ist, dass sie die Lisa überreden wollte. Und die Lisa ging es wirklich schlecht. Die hat hier keine Zukunft gesehen. Die hat sich hier richtig verlassen und scheiße gefühlt. Ja, das war wirklich schlimm. Und sie war wirklich in einem tiefen Loch. Der ging es nicht gut, ja. Der ging es nicht. Die hat dann wohl auch so Sachen, genau. Dann hat sie zu ihr gesagt, ja, ihr Leben und sie scheißt da drauf und sowas hat sie dann gesagt. Und deswegen hat nämlich hier die Frau Regisseurin mich angeschrien. Ja, also wenn zu mir jemand sagt, sie möchte nicht mehr leben, ne? Und so, ne? So hat sie dann gemacht. Hat das richtig, ja, richtig eklig aus dem Kontext gezogen. Also es war wirklich ekelhaft. Sie hat gar nicht wirklich für Lisa gefühlt oder mit Lisa gefühlt, sondern sie wollte die Lisa in Deutschland haben. Ja, und jetzt könnt ihr dreimal raten, warum denn wohl? Warum denn wohl? Weil sie nämlich vorhatte, noch zwei Filme zu drehen, ja. Sie hatte die Kohle nicht, um hier nach Hawaii zu kommen, um hier und ohne Lisa weitermachen. Anscheinend macht das auch keinen Sinn, weil sonst würde es ja jetzt diese zwei Teile noch geben, ne. Auf jeden Fall kam es dann irgendwie dazu, dass Lisa und ich weiß nicht mehr warum, weil sie dann hier so rumgeschrien hat und Lisa ist hochgestampft. Ich glaube, ich habe auch gebrüllt, ich weiß es aber nicht mehr. Und so kamen Lisa und ich dann nämlich ins Gespräch. Das hätte sie sich nämlich auch nicht gedacht. Diese blöde Sau, die hat gedacht, die kann uns entzweien. Hier, nochmal schnell zwischendurch, ne? Ja. Und was meinst du, wie schrecklich das für mich war? Das war, wann war das? Ich glaube 2015, als es gerade mit diesen ganzen Flüchtlingen anfing. Also ich weiß ja nicht, also mir hat das einfach nur Angst gemacht. Ich habe gedacht, also nach Deutschland, nee, also jetzt mal gerade nicht. Ne? Erstmal gucken, wie sich das entwickelt. Ich fand es gruselig. Sorry, habe ich ihr dann auch gesagt, da wurde ich dann auch gleich wieder so angeguckt. Ne? Was? Also das, das war ja ganz unverschämt von mir, dass ich das nicht
Ne? Also ich finde es halt nicht so schön. Dann noch Lisa mit brauner Haut, die Kinder brauner Haut. Ich weiß nicht, ob das so angenehm ist. Also man sollte das schon auch mit bedenken, ja? Ihr lieben Leute. Egal, aber darum geht es mir auch nicht. Was wäre denn Lisas Option gewesen in Deutschland? Ihre Kinder irgendwo abzugeben, ohne Familie, ja? Ohne Familie. Ihre Kinder irgendwo abgeben und dann selber Schule nachmachen, Ausbildung nachmachen, für die Kinder gar nicht da sein? Kinder, die gewöhnt sind, dass sie nur bei der Familie sind. Und diese dumme Sau kann sich ja auch nicht kümmern, die hat ja gar keine Zeit dafür. Die hat mir ja dann hier noch erzählt, oh, ihren Enkelsohn, den sieht sie, weiß ich nicht, da muss sie extra jetzt Termine machen, damit sie das überhaupt mal zu Gesicht bekommt, ihr Enkelkind, weil sie ja so wenig Zeit hat. Ja, Alter, und dann willst du mein Kind mitnehmen nach Deutschland? Dein Ernst? Und meine Enkelkinder? Oh! Und ich hatte wirklich Angst, dass die Lisa sich überreden lässt, weil Lisa, es ging der Lisa nicht gut. Weißt du, wenn jemand eh schon so am Boden ist, ist das halt auch sehr einfach, dann so zu manipulieren, so boshaft, ne? Also wirklich, das war so krass. Aber das Geile an der ganzen Geschichte ist, dass Lisa und ich dann geredet haben. Und dann haben wir gemerkt, wie die uns gegeneinander ausgespielt hat. Und dann war es ja eh vorbei, ne? Dann war es vorbei. Dann habe ich, als sie weg war, erstmal gewartet, weil ich hatte so einen Hass. Also, damit ich sie nicht nur beschimpfe als Hure, Nutte, Schlampe, Fotze, Nutte, Schlampe, Hure, Fotze, habe ich mir gedacht, ich warte erstmal und schreibe ihr dann ganz sachlich meine Meinung. Und das habe ich dann auch getan. Sie hat alles abgestritten. Ja, wie gesagt, sie hat gerechtfertigt, dass sie da unter der Geburt, dass sie die Geburt gestört hat. Die erste Geburt einer 15-Jährigen hat sie gestört, weil diese 15-Jährige ja vorher gesagt hat, ja. Ne? So hat sie das gerechtfertigt. Das sagt eigentlich alles, gell? Und sie wollte sich dann auch nicht mehr weiter mit mir unterhalten, weil, sie hatte keine Argumente. Und seitdem ist natürlich Schluss mit diesem Drecksfilm. Und ja, wir haben nie wieder was gehört, was ich auch sehr schön finde. Und ja, das war's eigentlich, ne? Ich glaube, das war's. Also so kam es dann aber, dass ich mich mit der Lisa richtig gut wieder verstanden habe. Toll, ne? Das ist doch toll. Also hat sie uns im Endeffekt einen Gefallen getan mit ihrer Ekelhaftigkeit. Das ist ja oft so, ne? Wenn Menschen so richtig böse sind, so vom Herzen her böse und egoistisch und nur sich selber sehen und auf anderen rumtrampeln, um selber einen Vorteil zu bekommen, dass das oft dann doch nach hinten losgeht, ne? Dann kriegen die mit einem reinen, lieben Herz, nicht wahr? Gell, von sie, so ist es, ja. Die mit einem, hast du gelust? Ach so. Die kriegen es dann doch gut. Und das Universe ist awesome. Ja, was halt auch noch krass war, diese 6 Tage, sie kam hier rein. Zur Begrüßung hat die uns intimste Geschichten erzählt von den anderen Mädchen. Also wirklich intimste Dinge, die uns nichts angehen, die wir auch nicht wissen wollten. Ja, wir haben da jetzt auch nicht nachgefragt. Intimste Intimitäten. Und dann setzt sich diese Frau auch, es gibt irgendwie so Talk im Turm oder so, musst du mal bei Google eingeben. Talk im Turm, da war die auch, oder muss man ihren blöden Namen, ich möchte ihn nicht sagen, ich möchte ihn gar nicht aus meinem Mund herauslassen, aber ihr könnt den ja googeln, ihr könnt ja finden, wer denn diese Filme da gemacht hat, das werdet ihr schon rausfinden, wenn ihr es wissen wollt. Auf jeden Fall setzt sie sich dahin und lügt so, es war alles so gelogen, die hat einfach gelogen, das ist eine dreckige Lügnerin, ich bin geschockt, ne? Und dann immer dieses, oh, wie einfühlsam, die ist null einfühlsam, die hat überhaupt, wahrscheinlich kann man als Regisseurin auch nicht wirklich einfühlsam sein, also das muss ich auch sagen, es hat wahrscheinlich auch mit ihrem Beruf zu tun, nicht wahr, dass sie so asozial sich verhält, aber ich weiß nicht, also, über die Menschen, also über die Mädchen, genau, sie hat dann so gesagt, dass auch diese ganzen Kinder, die würden sie schon Oma nennen. Nein, also meine Enkelkinder fanden die gruselig. Die wollten gar nichts mit der zu tun haben. Die haben sich weggedrückt von ihr. Also, ne, wenn wir jetzt mal hier die Wahrheit sagen wollen. Also wir können ja jetzt auch nicht einfach uns irgendwas ausdenken und sagen, das wäre so. Also stimmt einfach nicht. Keins
meiner Enkelkinder hat die Oma genannt, warum auch, oder irgendwas, die fanden die alle doof. Die mochten den Kameramann und den Tonmann, weil das waren nette Menschen, ne? So ist das halt, also sorry. Und ich meine, das Ding ist ja auch, der erste Film, den hat sie gemacht mit einer Kinderfilm GmbH. Es gab so einen Streit, dass keiner mehr mit irgendjemandem gesprochen hat. Die haben nur noch über die Anwälte korrespondiert. Dann der zweite Film, da hat sie sich einen neuen Partner dafür den Film gesucht. Mit dem ist sie so zerstritten, die sprechen nur noch über Anwälte miteinander. Also, Alter, ist vielleicht doch mal Zeit, in den Spiegel zu gucken, meine Liebe, ne? Also mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Total unreflektiert, völlig verrückt. Ja, und eine dumme Nudde. Ciao! Ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen, ne? Also ja, ne? Da muss ich vielleicht noch eine Triggerwarnung mit einbauen hier. Achtung, starke Lenkritsch. Lenkritsch.